Und ein Moinsen zu diesem Schalke-Vlog gegen RB Leipzig. Was soll denn, wenn es schon mal eine gibt? Machen. Gucken, ob es der Füllclip reinschafft. Mal wieder kein Bock-Fan von diesem Verein zu sein, aber gut, als wären wir das nicht gewöhnt. Und ein Moinsen zu diesem Stadion-Vlog gegen RB Leipzig. Wir sind klarer Underdog. Wir haben Wechsel, Reschke, Hitzesberger. Jo, Reschke war wahrscheinlich der Einzige, der gegen Weinze war in dem Sinn. Der Rest wollten behalten, Dietrich, Hitzesberger und Co. Dann musste halt der Reschke gehen. Und klar, das Team spielt allgemein scheiße, deswegen kann man das auch nicht so groß bewerten. Aber großartig eingeschlagen haben sie, die er geholt hat, halt auch nicht unbedingt nachweislich. Also mal in Voranse und Castro und so weiter, auch wenn Kabak kämpft und so okay spielt. Wie gesagt, das kann man nicht bewerten, unser Team spielt einfach allgemein scheiße. Düsseldorf war skandalös schlecht, was wir da auf den Platz gebracht haben. Das ging halt absolut gar nicht. Also, keine Ahnung, das sind abgehärtete Profis, sind genug dabei, die es auch schon öfter erlebt haben. Vielleicht gibt es jetzt eigentlich diesen Umschwung, Hitzesberger am Start, oder diesen kleinen kurzen Aufschwung, wie damals bei Bobic, wo wir in Dortmund ein überragendes Spiel gemacht haben und den rausgeschmissen worden ist und nur ganz unglücklich einen Last-Minute-Treffer kassiert haben und es 2-2 ausging. Irgendwie so ein mini-kleines Ding, wo man sich halten kann, so ein kleiner Schwung, Umschwung. Ich hoffe mal, heute ist dann die Zeit mal gekommen nach Hitzesberger. Euro ins Phrasenschwein, aber auch Steige hoch und so weiter. Vielleicht hat der einfach direkt schon ein paar mehr Impulse setzen können, vielleicht mal eine krassere Ansage ans Team bringen können, als ein Weinzierl, keine Ahnung, irgendwas muss da jetzt passieren, auch mal gegen, auch mal in der Underdog-Rolle einen Sieg holen, gegen Leipzig oder zumindest, auch wenn wir heute verlieren, Hauptsache eine gute Leistung zeigen, kämpferisch, einzige kämpferische letzte Partie gegen Düsseldorf war Esswein in der Rangelei und Gonzales, der kurz gereizt war und einen Typ ein paar aufs Maul gehauen hat, was natürlich auch nicht geil ist, dass der Typ jetzt für 3 Spiele fehlt, weil der eigentlich an sich immer wieder Bock hatte, was zu machen im Vergleich zu vielen anderen. Bin mal gespannt, Aufstellung seht ihr wahrscheinlich schon in diesem leeren Raum neben mir, ich kenn's noch nicht, ist erst kurz nach 2:30. Ich hoffe mal, dass dann kein Gomez alleine stürmt und so weiter und Donis spielen darf. Ja, bin mal gespannt. Der Umschwung muss jetzt heute einfach kommen. Mal gucken, wie voll es wird. Pressekonferenz am Donnerstag hieß 45.000, war bisher verkauft, aber ist geiles Wetter. Wird bestimmt noch mehr. Dann viel Spaß mit dem Vlog. Sonst hätte das gerade, was bei Gomez passiert ist, als faul. Ich krieg mir jetzt einen Elfer geschenkt. Aber der war ja mal so. Keiner weiß warum. Geschenkt. Nimmt mal mit. Jawohl, das ist so ein geschenkter Elfer für die aus der Misere raus. Du elendiges Stück. Machen. Ich hätte jetzt zum Pressure glücklich und dann hätte ich es gut gemacht.
Und das war direkt nach dem Spiel, ja, wie es eigentlich zu erwarten war, wenn man realistisch ist, verloren, war ja klar. Haben uns über weite Strecken, also Anfangsphase, direkt natürlich wieder nach 5 Minuten das Tor kassiert, warum auch nicht? Man konnte ja auch nicht aus Spielen wie Freiburg und München und für die ganze Saison schon lernen, dass man sich zu schnell Tore fängt und zu einfach Tore fängt. Und das auch trotz der Fünferkette, die heute auf dem Platz stand. Das sah es erstmal aus, dass das Spiel wieder durch ist. Und dann kriegen wir das 1-1. Elfmeter, ja. Muss man nicht unbedingt geben. Wurde aber schon so oft gegeben. Dieses bescheuerte Handgetue und diese Handregelung allgemein. Gut, kann man geben. Von mir aus ist okay gewesen, der Elfmeter. So, macht einen reinen Abdarmung. Haben wir Leipzig gut im Schacht gehalten. Allgemein, die Leistung war heute einzig und allein kämpferisch und einstellungsmäßig besser als Düsseldorf und Co. Nur das, dass die Spieler wieder labern, von wegen, wir können uns keinen Vorwurf machen heute, doch könnt ihr. Weil schlicht und ergreifend, wir hatten, was mir gerade in den Kopf kommt, ist die eine Szene von Askasiger. Sonst hatten wir keine Chance auf irgendein Tor mehr nach dem 1-1. Wenig bis gar keine Chancen rausgespielt. Leipzig hat uns leider das Spiel überlassen. Wir können das Spiel nicht machen. Wir können aufs Spiel nicht reagieren. Wir sind zu langsam. Technisch zu schlecht. Was man auch heute groß am Gegenbeispiel Leipzig gesehen hat. Da fehlt es einfach an vielen Ecken. Beck, Castro und Co. sind alle viel zu langsam. Das hat man an Gentner rausgelassen, um das Zeugen zu setzen, dass nicht alles an Gentner hängt. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Aber Gentner war ja auch nicht gut. Von dem her weiß ich nicht. Da jetzt Gentner heute einen Unterschied gemacht hätte, ich glaube es ja nicht. Sonst, es war kämpferisch okay. Kämpferisch war es auf jeden Fall gut. Aber es ist eigentlich auch Voraussetzung. In jeglicher Situation, aber vor allem Abschiedskampf. Das ist jetzt nur was Besonderes, weil wir es zum ersten Mal seit langem erleben, dass das Team wirklich kämpft und füreinander sich einen Arsch aufreißt. Ja, weil sie bleibt auf der Bank hocken, ist ja klar. Hitzberg gibt dem Rücken, Deckung. Ich meine, bringt ja auch nichts. Ich weiß nicht, ob man es so sehen kann, dass Dietrich oben ohne Fußballkompetenz, dann geht es immer weiter runter. Und Hitzesberg und Weinz, das sind die armen Säue ganz unten. Ich weiß nicht, ob es so nehmen kann. Auf jeden Fall, gut, jeder andere Trainer muss auch mit diesen, keine Ahnung, in vielen Strecken einfach zu schlechten und zu alten und ausgeleierten und einfach nur unfassbar schlecht in Form, egal ob psychisch oder physisch, Team übernehmen. Da wird auch Gießler und sonst was nichts ändern, vor allem. Einzige, dass es ändern würde, einfach von der Sparte andere Trainer, weil jetzt ein Magath und so weiter, also wenn du sowas nicht kriegst, oder so ein Stevens-Typ von früher, wenn du sowas nicht kriegst, dann kannst du den Leipzig auf der Bank sitzen lassen, da ändert kein Trainer der Welt irgendwas gerade an. Auch in Bremen nächste Woche wird das auch nicht großartig was ändern, weil Bremen einfach eine gute Mannschaft ist. 2-1 war ein Knackpunkt, bis dahin hat man Leipzig eigentlich ganz gut in Schacht gehalten. Ja, Freistoß, ich habe die der Zusammenfassung gesehen, aber da war der Freistoß, die Entstehungsfreistoß nicht dabei, aber warum scheint so ein 50-50-Ding, scheint, dachte man erst mal, ja, es war nie im Leben ein Foul, es war eher ein Stürmerfoul. 50-50-Ding, mal gucken, ob man es hätte pfeifen müssen. Ja klar, individuelle Klasse, jagt der Sabitzer mal natürlich unhaltbar den Knick, Traumfreistoß. Dann wird der Paulsen geschickt, schneller als alle anderen, schiebt den Ball ein, 3-1, und dann war es ein ja, formgemäßer Sieg von Leipzig. Wie gesagt, einziger Pluspunkt, sind noch auf Platz 16, heißt, wir hätten zumindest Relegation gerade zu spielen. Unter 0 von Nürnberg machen sich gerade noch schlechter. Viel Abstand auf 15 haben wir nicht, aber auch nicht viel Abstand auf 17, 18. Ich hoffe einfach nur so stark, dass einfach Hannover besiegen zu Hause, Nürnberg besiegen zu Hause und dann macht der Rest hoffentlich seinen Part und spielt weiterhin scheiße und dann schaffen wir wenigstens Relegation, aber mehr sehe ich da gerade einfach wirklich nicht. Keine Ahnung, ist mal wieder keine spaßige Zeit, mal wieder kein Bock-Fan von diesem Verein zu sein, aber als wären wir das nicht gewöhnt. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.